Triathlonsport boomt weltweit. Er ist abwechselnd, er ist gesund und es geht darum, deine persönlichen Grenzen auszuloten. Egal, ob du ambitionierter Athlet oder Einsteiger bist, im Triathlon zählt die individuelle Leistung. Es geht darum, gesund und mit Freude ins Ziel zu kommen. Durch das richtige Training kommst du schneller an deine persönlichen Grenzen und auch Ziele. Und das kannst du einfach besser in deinen Alltag integrieren. Es ist nie zu spät, mit Triathlon zu beginnen. Vor allem im Alter nimmt die Ausdauerfähigkeit zu. Triathlon fasziniert mich, weil es um persönliche Grenzen geht, weil es darum geht, auch diese persönlichen Grenzen auszuloten. Als Veranstalter vom Austria Triathlon ist es für mich das schönste Gefühl, in die Gesichter der Athleten zu blicken und dort diese Freude zu sehen und diese puren Emotionen. Das macht für mich Triathlon aus. Am Triathlon geht es um die große Gemeinschaft und gemeinsam in der Natur, bei einer schönen Landschaft, sich miteinander zu messen und seine persönlichen Ziele zu erreichen. Es geht nicht darum, wer als Erster im Ziel ist, sondern es geht vor allem darum, gemeinsam sich draußen zu bewegen. Mich fasziniert vor allem im Triathlonsport die Abwechslung und die vielen Herausforderungen, die der Sport mit sich bringt. Vor allem, wenn man bedenkt, Radfahren, Schwimmen, Laufen muss auf einem ziemlich ähnlichen Niveau sein, damit du ein guter Triathlet wirst. Andererseits, egal ob du als Letzter oder als Erster ins Ziel kommst, wenn du finishst, bist du immer ein Gewinner. Das ist für mich Triathlon. Triathlon ist für mich ein Lifestyle. Ich verbinde damit Emotionen, schöne Orte und ich kann trainieren, was ich will. Alle drei Sportarten, die mir eigentlich super behagen. Es gibt vier klassische Distanzen im Triathlon, wenn man die Supersprint-Distanz außer Acht lässt. Der klassische Einsteiger ist die Sprintdistanz. 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer mit dem Rad fahren und 5 Kilometer laufen. Es eignet sich vor allem für dich als Athlet, hier mal einen ersten Gehversuch zu wagen. Die zweite Distanz ist die olympische Distanz, die doppelte Sprintdistanz. 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer am Rad und 10 Kilometer laufen werden auch hier hergenommen, um die Olympiasieger zu küren. Viele Athleten verwenden vor allem die olympische Distanz, um so ihren ersten längeren Triathlon mal zu absolvieren. Die Steigerungsform von der olympischen Distanz ist dann die Mitteldistanz mit 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer am Rad fahren und ein Halbmarathon über 21 Kilometer zu laufen. Das ist schon wirklich so diese erste Distanz, wo man sagt, da bist du länger unterwegs und die Vorbereitungszeit ist natürlich auch dementsprechend länger. Und dann die Königsdisziplin, die Langdistanz. Vor allem bekannt geworden durch den Ironman in Hawaii geht es über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer am Rad und zum Abschluss einen Marathon über 42,2 Kilometer laufend. Welches Material benötigst du als Triathlon-Einsteiger? Ihr kennt sicherlich im Triathlon die Räder in der Wechselzone, die zigtausende Euro kosten und mit denen die Profis unterwegs sind. Ihr als Einsteiger könnt mit jedem Material an den Start gehen. Ihr braucht nicht das neueste Rennrad, Klickpedale oder auch den besten Neoprenanzug. Für euren als ersten Triathlon könnt ihr problemlos mit einem Fahrrad ohne Klickpedale, mit normalen Laufschuhen und wenn es das Wetter zulässt, auch ohne Neoprenanzug an den Start gehen. Aber speziell beim Schwimmen kann ich euch nur empfehlen, setzt von Beginn an auf einen Neoprenanzug, denn
Im Wasser kann es sehr, sehr schnell kalt werden. That's it. Es muss nicht das teuerste Material zu Beginn sein, sondern es geht darum, dass ihr Freude an der Bewegung habt und rausgeht. Ihr könnt dann immer noch in Zukunft mehr in euer Material investieren. Aber zum Start seid ihr mit jedem Material problemlos dabei. Triathlon ist ein sehr abwechslungsreicher Sport und genauso trainierst du auch deine Muskulatur. Vor allem beim Schwimmen trainierst du primär deinen Oberkörper und auch deine Armmuskulatur. Beim Laufen eher deine Beinmuskulatur, aber auch den Rumpf natürlich. Und beim Radfahren hat man eine geringere Belastung, da trainiert man nämlich auch die Beinmuskulatur. Aber alles in allem ist Triathlon ein super Ausgleichssportart, weil man eben unterschiedliche Muskelstrukturen trainiert und niemals monoton oder einseitig. Triathlon ist die perfekte Sportart, die man bis ins hohe Alter ausüben kann. Durch die drei Sportarten hat man die Möglichkeit, nicht dauernd nur zu laufen oder nur Rad zu fahren oder nur zu schwimmen, was von der Verletzungsprophylaxe viel, viel besser ist. Beginnen kann man auch mit 30, 40, 50. Es gibt Menschen, die machen mit 85 Jahren ihren ersten Ironman.